Fast 3000 Einwohner pro Quadratkilometer. Dass in Tokio wirklich die Olympischen Spiele stattfinden sollen, ist kaum vorstellbar. Der olympische Funke aber überträgt sich bei IOC-Präsident Bach und Japans Premier Suga Yoshihide. Aus Respekt vor dem japanischen Volk, beteuerte Bach, werde alles getan, um die Spiele auszurichten. Das IOC werde sich an den Kosten für Impfungen beteiligen und er sei sich sicher, dass auch Zuschauer zugelassen werden können, so Bach. Aussagen in diesen Zeiten, die befremdlich wirken für Olympische Spiele in dieser Stadt. Sind ja noch 8 Monate bis zum Beginn. Kann auch viel passieren, auch Positives. Ja, eben. Genau. Sind wir dann alle geimpft und dann läuft das doch. Hoffentlich, hoffentlich. Danke, dein Norbert. Wort in Gottes Ohr. Regen und Sonne. Kann auch viel passieren, auch Positives. Ja, eben. Genau. Sind wir dann alle geimpft und dann läuft das doch. Hoffentlich, hoffentlich. Danke, dein Norbert. Wort in Gottes Ohr. Kann auch viel passieren, auch Positives. Ja, eben. Sind wir dann alle geimpft und dann läuft das doch. Hoffentlich, hoffentlich. Danke, dein Norbert. Wort in Gottes Ohr. Alle.